auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Meine Sportfreunde, Endergebnis. Janik, knappe Geschichte heute, aber dennoch habe ich ein gutes Spiel von euch gesehen. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja, ich denke, in der ersten Hälfte hatten wir viele Torchancen, hätten da natürlich schon mehr Tore machen müssen. Und aufgrund der ersten Hälfte denke ich schon, dass wir auch verdient gewonnen haben, auch wenn es am Ende dann noch mal knapp wurde und wir noch mal ein bisschen zittern mussten. Ich denke, auf das Spiel, auf die erste Hälfte können wir aufbauen, unsere Torchancen noch machen und dann kann es bergauf gehen. Du hast sicherlich deine Mannschaft heute auch ein paar Mal retten müssen. Wie hast du deine Leistung gesehen? Ja, es freut mich natürlich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Dass wir gewonnen haben, war natürlich das Beste heute. Und ich freue mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Ja, jetzt, da der Matthias Moritz verletzt ist, hast du die Chance, dich zu beweisen. Als was siehst du das als Möglichkeit, dich vielleicht an die Nummer 1 heranzuspielen? Ja, natürlich ist es eine Möglichkeit für mich. Und ich möchte einfach meine Leistung bringen und dadurch auch die Entscheidung schwer machen, wenn der Mats wieder zurück ist. Ja, was denkst du, wie es jetzt für euch weitergeht? Wird es weiter schwierig bleiben? Was für ein Potenzial steckt in eurer Mannschaft? Natürlich wird es weiter schwierig bleiben, aber ich denke, das war jetzt heute Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt einen Anfang gemacht mit den ersten 3 Punkten. Jetzt kommen weitere schwere Spiele, aber wir wollen natürlich weiter punkten. Nächster Gegner, Reutlingen. Ich denke mal, immer ein schwerer Gegner, der sich viel vornimmt. Was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ich denke, das wird auch ein ziemlich schweres Spiel, so wie es immer in Reutlingen war. Aber ich denke, wenn wir an unser Spiel aufbauen, vielleicht unsere Torchancen auch reinmachen, die wir kriegen, und an die Leistung anknüpfen, dann können wir auf jeden Fall auch was mitnehmen. Janik, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.